Ich weiß, die meisten gucken erstmal ganz ängstlich, wenn ich das erste Mal mit der Sense rauskomme. Lasst euch aber sagen, das ist statistisch gesehen völlig unbegründet. In den letzten 50 Jahren ist gerade mal ein Mensch wegen der Sense gestorben. Und der ist beim Fahrradfahren selber draufgefallen. Es wäre viel bedrohlicher, wenn ich mit einer Banane vor der Tür stehen würde. Ja, weil jedes Jahr sterben 3 Menschen, weil sie sich einer Banane verschlucken. Und 3 weitere, weil sie auf der Schale ausrutschen. Ist kein Scherz, ist echt eine schlimme Sache. Banana? Ja, komm, hier, Stammkunden. Njam, njam, njam. Ich hab neulich in Dresden gespielt, fällt mir gerade ein, da hat jemand die Banane aufgegessen und mir die Schale auf die Treppe gelegt. Ganz dünnes Eis. Aber ich mag ja so Statistiken, weil Statistiken decken oft unbegründete Ängste auf. Nehmen wir mal die Tierwelt. Alle haben Angst vor Haifischen. Dabei sterben jedes Jahr weltweit nur 2 Menschen wegen Haiangriffen. Das ist nicht mal eine halbe Banane. Mal zum Vergleich, wegen Elefanten sterben jedes Jahr über 500. Aber habt ihr mal einen Horrorfilm über Elefanten gesehen? Dumbozilla? Türö um Mitternacht? Gibt's nicht, ne? Aber wir haben wieder was gelernt. Wenn sich die Kinder mal ein Haustier wünschen, nehmt lieber ein Hai, kein Elefanten. Oh, und apropos Haustier, die gefürchtetsten Tiere in Österreich sind Meerschweinchen. Das ist kein Scherz, weil es gibt in Österreich ein Gesetz und es verbietet den Menschen, dass sie Meerschweinchen alleine halten. Müssen immer mindestens 2 Stück sein, damit kein Schwein alleine ist. Das klingt jetzt erstmal sehr tierlieb, ist für die Österreicher aber der blanke Horror. Mir hat mal so ein Österreicher erzählt, er hat für seine Kinder ein Meerschwein gekauft. Muss da gleich ein zweites kaufen, damit das erste nicht alleine ist. So weit, so gut. Jetzt stirbt aber irgendwann mal das erste, muss er gleich ein drittes kaufen, damit das zweite nicht alleine ist. Stirbt das zweite, braucht man ein viertes und irgendwann ein fünftes und ein sechstes. Er ist gefangen im Kreislauf des Schweinchenkaufens und die Dinger sterben nie gleichzeitig. Die Kinder sind längst ausgezogen, der kauft immer noch Schweinchen. Da kann man natürlich auf blöde Gedanken kommen. So ab Meerschwein Nummer 100 kommt es vermehrt zu zufälligen Unfällen im Haushalt. Aus Versehen das Laufrad gelockert. Piranhas im Wassernapf. Ich würde Elefant empfehlen. Und es hat auch die Regierung in Österreich gemerkt, dass das nicht so läuft, wie sie sich das gedacht haben. Und deswegen gibt es seit letzten Jahr in Österreich, ist auch super, kein Schatz, seit letzten Jahr gibt es in Österreich dafür Mietmeerschweinchen. Das heißt, wenn ein Meerschwein hohl stirbt, holt man sich so ein Mietschweinchen. Es bleibt so lange sitzen, bis das andere auch tot ist. Dann geht's wieder zurück. Praktisch ein Todesschwein. Und das Konzept vom Todesschwein ist so erfolgreich, das haben die sich nicht ausgedacht, nee, das haben die vom Menschen übernommen. Ja, da gibt's das auch, kennt ihr alle. Wenn ihr mal so einen älteren, reichen Knacker seht, mit so einem jungen, blonden Playboy-Häschen an der Seite, das ist kein Häschen. Das ist ein Mietschwein, was auf seinen Tod wartet.